126 mm. Es wird eng für Sean. Das Problem ist, Ethan ist ja raus. Ethan kann jetzt noch die 5. Prüfung machen. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Hä? Gehören Sie zur Familie? Woher weiß sie das jetzt mit Anne Shepard? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Oh je. Ich hoffe, dein Internet... Aber wenn ihr schon Raft gespielt habt, dann müsste dein Internet ja eigentlich ganz okay sein heute, oder? Mal 19. Oh, sie sitzt doch bestimmt schon draußen, oder? Am Ende des Gangs. Ich kann eine mitnehmen. Doch, ich wundere mich über die Story. Und wie gesagt, ich verdächtige hier gerade jeden. Am Ende ist es die Rezeptionistin von vorne gerade gewesen. Okay. Ist hier Zimmer 19? Gott, ich hoffe, die kriegen echt diese Störung bei dir an den Griff, Fuchsrabe. Wenn es kann ja auch nicht sein, Hallo, dass du Geld ausgeben musstest. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Dafür, dass du irgendwie Internet hast. Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Hi. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Ihr einer Sohn hieß John. Und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Pass auf, Ethan ist der Zwillingsbruder. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ethan ist der Zwillingsbruder, weil jedes Mal, wenn Ethan sein Blackout hat, ist er auf der Carnaby Street. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren. Nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, Aber das würde oder? Bedeuten, Ethan ist wirklich der Killer. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard. Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Guckt mal die Steckdosen da im Hintergrund am Bett, die lächeln. Ich habe doch gerade Origami Killer gedrückt. Mutterschein. Jetzt. Sie hat ein Buch mit. Okay. Nee, ich wollte weiterblättern.
uns nicht zumachen. The Dog. Der Hund ist doch das Figur, die wir da immer dabei hatten. Halt den Controller gerade schon wieder wie so ein. Oh, sie Drops. Können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Ja, und der andere Sohn, was hat der gefallen? Wieder da, Susi. Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Glaube. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Ich glaube, ich habe eine neue Theorie. Ich glaube, Ethan ist derjenige, ist der Zwillingsbruder von dem Jungen, der gestorben ist. Aber das würde bedeuten, Ethan ist der Killer? Ah! Verstehe das Spiel nicht mehr. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Ja, das stimmt, Fuchsrabe. Es sterben echt viele Leute hier in diesem Spiel. Einfach aus. Einfach weil sie es können oder so. Keine Ahnung. Ich finde es aber auch heftig, wie viele Leute hier sterben in diesem Spiel. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Sag doch nicht mal den Namen von dem Zwillingsbruder. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Scott? Nee. Scott nicht. Ich hätte ja gedacht, dieser Kramer, der hier gerade gesagt hat, das war seine Baustelle. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht sein Bruder gewesen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ich bin gar nicht schuld, Sina. Wie soll ich denn so jetzt hier wissen, was ich hier für eine Taste drücken muss? Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören. Erinnere dich. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Kann ich noch irgendwas tun? Ach, du solltest um das Bett herumgehen. Ah. Scott ist nicht der Mörder. Steuerung. Schade. Nein, das ist, wir können dort noch mal rein ins Bad.
Geh noch mal kurz ins Bad gucken. Nein, Susi, das gilt nicht. An der Maschine neben dem Bett. Schön, dass du dich hier an. Nee, da dreht die Kamera. Ich kann mich nur hinsetzen. Die Schränke hatte ich schon aufgemacht. Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr raus aus ihr. Wir können vielleicht die Rezeptionistin nochmal fragen. Oder? Oder können wir jetzt mit ihr sprechen? Weiß die irgendwas? Nee. Vielleicht können wir, wie gesagt, vielleicht können wir mit ihr sprechen? Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar, aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Bekommen Sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die Erste hier. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Weißt du was? Ich hole jetzt die Blumen. Wir konnten uns gerade die Blumen angucken. Vielleicht kann ich die jetzt mitnehmen. Wir haben doch bei ihr gesagt, ja, dass sie keine Blumen hat da in ihr. So, wir gehen jetzt mit der Blume dort nochmal rein. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. Pflanzen sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ja? Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Sag bitte den Namen. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Oh, what? Okay, es erschüttert sie. Ethan? Oh, wie gemein ist das? Jason? Nein. Sean. Ja, Sean. Madison weiß mehr als wir. Das finde ich unfair.
denn hier eigentlich los? Was, die Letzten werden die Ersten sein? Ich habe jetzt nicht aufgepasst! Was stand da? Burani! Vielleicht ist es Burani! Und der will die ganze Zeit nur die Spur von sich weglenken. Ich tippe auf alle. Weißt du, ich tippe mittlerweile auf alle. Ich verdächtige sowieso jeden hier in diesem Spiel. Am Ende war es die Butter. Bin ich denn hier? Krankenpalast? Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Ah, okay. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Also, ich würde es ja jetzt nicht nehmen. Ich meine, wir haben genug Hinweise, dass wir wissen, das ist irgendwas mit Roosevelt. Und das fing gestern an mit 852 und dann strich, 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 strich. Und dann stand irgendwas mit Roosevelt Street oder so. Wir können doch das Gift nicht nehmen. Was ist das für ein Mist? Klingt, als wäre ich ein Kannibale, Sina. Nee, aber das mit Burani, das ist echt eigentlich kein schlechter Einwurf. Frage ist, wenn ich jetzt Pfeil nach unten drücke, bringt der das dann? Es muss anders gehen. Ich kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Die Kameras, die beobachten mich. Ich überlebe eine Stunde. Genug Zeit, um Sean zu retten. Er könnte lügen. Vielleicht sterbe ich, sobald ich es getrunken habe. Und niemand rettet Sean. Mich töten, um Sean zu retten? Lächerlich. Ich finde sicher einen anderen Weg, um ihn zu retten. Würde ich sterben, um Sean zu retten? Sean retten und sterben. Himmel. Er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Nee, das ist überhaupt nicht das Richtige. Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Aber Madison weiß es doch jetzt. Wir gehen. Ich mach das nicht. Sorry, aber... Nope. Wir trinken das Gift. Gehen. Ich finde dich, Sean. Mir fällt etwas ein und dann hole ich dich, mein Sohn. Wenn ich so sicher habe, da nur Wasser drin ist, Fuchsrabe. Er musste schon jemanden erschießen, er musste sich ein Gliedmaß abschneiden. Wenn da jetzt hier nur Wasser drin wäre, das wäre ein ganz übler Scherz. Wir kriegen das auch so hin. Madison weiß was. Deshalb. Nee. Also, ja, Entscheidung ist gefallen. Wir haben nicht das Gift getrunken. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir Sean finden. Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte Scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse. Scheiße! Das muss doch irgendwie gehen. Du
Buchstaben passen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Geh doch zu Norman. Norman hat doch... Norman hat doch so eine Karte, wo so ein Suchgebiet eingetragen ist. Sehr optimistisch, ja. Hallo? Ja, du machst Stimmung. Da war ein Schiffshorn. Das ist ein Schiffshorn oder ein Autobahn, LKW. Rechts ist es. Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Reine Glückssache. Er fährt Taxi? Hat er sich das geklaut? Es muss am Hafen sein. Wenn nicht, blöd. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Special Handschuh. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Mann. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Punkt. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Nein, wir nehmen keine Drogen. Denk gar nicht erst dran. Nein. Ich habe gar keine Wahl gehabt. Was? Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Auf der Bundesstraße? Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Ach so, wartet. Ich bin hier wieder. Oh je. Okay, wir gucken nochmal hier durch. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Na dann analysieren wir das doch mal.
Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun. Ich wollte noch das doch noch analysieren. Kann man doch noch was anderes analysieren? Nicht nur das Schwert. Achso, man kann irgendwie das Gesicht. Stopp. Okay, ich glaube, was anderes kann ich nicht analysieren. Das ist der eine Laden, wo man das Papier kriegt. Das hat man ja schon. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Stimmt, wir hatten doch seine Jackentasche abgerissen. Das bringt nichts. Der Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat, vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Wir analysieren. Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Außer ein Cop. Was ist denn das hier für ein Fragezeichen? Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Es ist nicht Scott, nein! Es ist Burani. Warte, wir beschuldigen ihn jetzt. Kann ich das hier nochmal wählen? Schade, jetzt kann ich den hier nicht mehr. Wo wohnt denn Burani? Mal alle weg. Weg. Guck nochmal in die Akten. Ich glaube, wir haben mal nichts Neues zur Vorgehensweise. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, der Killer ist weiß. Ruhig und entschlossen. Scott ist ein bisschen braun. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Es ist Burani. Nee, stimmt, Gaffen sollte man eigentlich eh nicht öffnen, wegmachen wollte ich. Weg. Sonst windig. Es ist ja dort in der Nähe vom Hafen, also ich glaube, sein Auge blutet.
Hat er jetzt selber entschieden, weiterzumachen? Ich habe nichts gedrückt. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Jetzt bei der Polizei ein Auto passt. Ja, das war echt gerade bis so. Warum? Andere Richtung. Es ist nur dieses Schwert, was du hier analysieren kannst. Wann brauchst du den denn, Susi? Kann ich dann heute Abend drüber nachdenken? Also ich komme aber mit den Hinweisen hier nicht weiter. Morgen, okay. Ich überlege mir was. Der Titel, dessen Name nicht genannt werden darf. Aber alles weg. Alles weg. Ich mach das jetzt hier zu. Oh, das Blut ist weg am Auge. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.